Über die Jahre habe ich sehr viele Künstler gesehen, entdeckt, die ähnlich im Stil arbeiten. Es war aber so, dass keine oder keiner an den Stil von Kate Waters für mich herankam. Und dementsprechend war mir das Warten lieber und wichtiger, um dann endlich das Original oder eigentlich die für mich eigentlich beste Künstlerin in diesem Fach zu gewinnen. Ich habe Malerei studiert. Ich liebte Malerei vom 14, 15. Als ich in Belgien gelebt habe, ich war sehr beeindruckt von dieser so Tristesse, Melancholie in the Symbolism dort, in der belgischen Kunstszene oder in der Architecture da. Ich liebte das und ich wollte Malerei studieren, passte. Und auch so ein Gemälde hat einen ganz anderen Charakter als ein Foto. Die Fotos ersetzt Skizzen für mich. Photography ist das perfekte Medium, diese Bewegung festzuhalten. Und das ist, was ich liebe, einfach auf die Oberfläche von der Foto. Digital ist nicht so toll, wie es früher war. So einfach so diese Gelatinous, dieses so gaseose so Farben, das ineinander rüber fließen und das dann wieder in Farbe darzustellen. Ich bin schon ein Outsider, aber ich bin überall ein Outsider und das ist der normale Zustand und das ist auch in Ordnung für mich. Und ich glaube, dadurch vielleicht kann ich besser beobachten, was um mich herum geht.